Naja, ist der erste Marathon, den ich vor 15 Jahren gefahren bin. Und jetzt, heute passt das Wetter wieder, heute geht's. Noch kommen es einfach wunderbare Strecken. Weil das das schönste Gebiet ist, hier einen Marathon zu fahren und weil er so anspruchsvoll ist und weil das einfach für Jung und Alt die beste Strecke ist. Ich bin Oberkärntner und das ist Heimrennen und nachher ist das fast Pflichttermin. Ich komme also aus Battenberg, das liegt in Hessen, Nordhessen. Ja, und für mich ist das ja ein Abenteuer. Ich bin wegen dem Marathon, aber ich bleibe jetzt 40, ich bin ja seit einer Woche bin ich schon hier und bleibe noch eine Woche. Also das ist mein Jahresurlaub dann hier. Start- und Zielort des zweiten Kärnten Radmarathons ist Bad Kleinkirchheim. Für die Teilnehmer geht es über 106 Kilometer und 2150 Höhenmeter. Das Herzstück ist die 35 Kilometer lange Panoramastraße durch den Nationalpark Nockberge mit zwei schweißtreibenden Bergwertungen. Der Erstplatzierte auf der Eisentalhöhe wird zum Nockalmkönig gekürt. Auch Alex Unterweger meistert die Herausforderung. Er hat dafür mit Radass Paco Brolich trainiert. Danach geht es hinunter Richtung Millstätter See. Der Radmarathon zählt sowohl zum Austria Vorcup als auch zum Radwelt Senior Marathon Cup und könnte sich zu einem Klassiker der Alpen-Adria Radsportszene entwickeln. Alex Unterweger kommt mit einer beachtlichen Zeit ins Ziel. Er und seine Familie sind stolz.